Hallöchen, da kommen wir hier zurück. Wir gehen gleich rein und dann schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, weil... Gut, Fuchs männlich ruhig. Aha. Ja. Ein Fuchs, ich mag Füchse. Ja, weil, ne, wo wir halt... Wo der River sozusagen ja noch ganz klein war, ne? Mit dem Hollywood, wo er den kennengelernt hat. Und ja, von klein auf und jetzt in der letzten Folge den Hollywood leider erlegen mussten. Ja. Wie gesagt, noch ein bisschen, ne? Aber das gehört dazu. Als Jäger. Präparationsassistent. Jagdprot. Was? Um Tiere ausstellen zu können, musst du beim Erlegen die Option Präparation wählen. Du kannst sie dann auf Senden im Jagdhaus ausstellen. Verkaufen Tiere sind immer weg. Verkaufte Tiere sind für immer weg. Okay? Verkaufte Tiere sind für immer weg. Stelle Hollywood im Jagdhaus neben seinem Vater aus. Oh. Hier ist. Oh, das ist. Das ist jetzt hier, ja, das ist der Vater. So. Das ist Hollywoods Vater. Hier ist Hollywood. Das müssen wir, glaube ich, machen, ja. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Keine Mission aktiv, okay. Da muss ich auf jeden Fall... Das mache ich später. Für diese Folge, das Bild. Das ist Hollywood. Sein Vater und Hollywood selber. Ach, wie schön. So, wir haben keine Mission, weil wir müssen anscheinend... Warte mal. Mal. Müssen wir schlafen? Ne, wir müssen am Computer. E-Mail. So. Doug und Dane, Fleischbestellung. Sehr geehrter Mr. Willow. Das war ein ganz schöner Fang, den sie uns das letzte Mal geschickt haben. Die Leber einer der Enten war so groß, dass sie sich als feines Fleisch für Stopfleber eignete. Das ist eine Delikatesse, die meine Großmutter zubereitet hat, als ich noch ein kleines Kind war. Und ich hatte keine Ahnung, wie sie hergestellt wird. Ich weiß noch, wie erschrocken ich war, als ich sah, wie die Gänse gefüttert wurden, um ihre Lebern zu mästen. Danach hat Stopfleber nie wieder so geschmeckt wie davor. Ich mag gar keine Leber. Das muss ich euch mal nebenbei sagen. Ich mag überhaupt keine Leber. Bis zu ihrem letzten Paket. Ich habe ein bisschen recherchiert und es sieht so aus, als ob diese Jahreszeit in ihrer Gegend ideal für Entenleber ist. Ich glaube, ich weiß schon, was wir gleich machen müssen. Die Enten finden so viele Samen, dass sie sich vollfressen und ganz von alleine eine Fettleber entwickeln. Ich weiß, dass extrem selten vorkommt, aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie noch weitere dieser schönen, fetten Enten fangen könnten. Vielen Dank im Voraus, Frank Duxbury, Manager im Drug and Dine. Sie das annehmen? Können wir noch was anderes machen? Hallo Wallace, ich hoffe, dir geht es gut. Wie läuft es so bei dir? Es ist wieder mal soweit. Schenken wir sein Rücken neu. Und das hatten wir doch. Mission? Eine Mission? Das haben wir doch. Das war doch eigentlich. Lin? Aber das haben wir doch gemacht. Eine besondere Zutat? Warte, warte, warte. Fasanfleisch? Fasan hatten wir doch. Müssen wir jetzt enden? Oder müssen wir zu Bärfarm? Dings müssen wir auch noch, ne? Jetzt haben wir zwei. Können wir das aktivieren? Swamps north of Bear Den Ranch were always full of wild ducks. Okay.
Um Enten zu finden, solltest du dich in ihren primären Lebensraum wagen, das Sumpfland. Jedes Tier hat einen Lebensraum, in dem es gut gedeiht. Erforsche ihn und erlerne mehr darüber, um das Tier erleichtert zu finden. Machen wir erstmal die Enten, würde ich sagen. Das andere habe ich, machen wir dann später. So, erlege 3 Wildenten, jede mit einem Gewicht von mindestens Kilogramm. 0,8, also mindestens 800 Gramm. Im Sumpfgebiet. Wo sind denn die Enten? Wenn ich jetzt wüsste, wo wir Enten finden. Bestimmt weiter hier hinten. Das wird noch Hochsitze sein hier. Oder wir gehen doch erstmal was war das? Bärstation? Bär du Range? Das ist doch unsere Range. Bin gerade verwirrt. Ziel? Das ist abgeschlossen. Warte mal. Hallo, ich hoffe, dir geht es gut. Liefer. Das haben wir noch offen, ne? Nee, ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Liefere 3 Kilo Fasanfleisch, das haben wir fertig. Bin gerade verwirrt, was da. Warte mal, im Computer stand. Beziehungsweise, das waren ja bloß die E-Mail, die wir gelesen haben. Das hier. Und das haben wir ja fertig. So, wo ist denn jetzt der Sumpf? Müssen wir mal gucken. Obwohl, dann werde ich hier vielleicht das. Na, ich guck mal. Ich versuche hier mal so ein schönes Thumbnail fertig zu machen. Da muss ich ja immer schauen. Die Tür geht ja von alleine zu, da war ja was. Ist nur die Frage. Das sieht nach Sumpf. Sieht das nach Sumpf aus? Enten haben wir ja noch keine hier, ne? Tiere? Ne, haben wir noch nicht. Müssen wir ja erstmal entdecken, die Spur. Jetzt wirst du, wo die Enten sind. Da haben wir Fasane. Das könnte ein bisschen sumpfartig sein hier, da. Die Fasane sind. Haben wir aber Enten schon mal gesehen? Da muss ich mal gucken, wo ich die Enten finde. wo haben wir unser Wagen? Ah, das steht ja ganz hinten, okay. So. Warte mal, Fernlass. Immer schön in Ruhe, ne? Man hat ja Zeit. Sumpfartig ist da hinten eher nicht. Ich würde denn eher da rechts lang gehen wollen. Ich muss mal schauen. Vielleicht fahre ich auch mit dem Auto vor. Ich muss mal gucken. Ich mache hier einen kleinen Cut. Ich melde mich dann gleich wieder, sobald ich das Entengebiet gefunden habe. Also bis gleich. Ah, schön. Ja. Hab euch wieder dazu geholt. Ich sehe gerade, Schneegänse gibt es hier auch, wo ich gerade bin. Rohrs Schneegans. Ich bin hier. Schaut mal. Hier gibt es anscheinend Enten. Rushing River Pass. Hier bin ich lang gefahren. Sozusagen von der Ranch und dem Haus. Hier rum. Und dann hier so hoch. Das sah nämlich eher nach Sumpf aus auf der Karte. Ja, Auto ist abgestellt. Ich habe mir noch einen Lockrufer, einen Rufer gekauft. Den Entenrufer, den Caller.
Und hier vorne hatte ich auch schon gerade Enten gesehen. Die können ja eigentlich mal direkt callen. Und ich hoffe, das haut so hin, wie ich mir das vorstelle. Da. Das sind Enten. Für 7 habe ich den Caller. Hier ist der Caller. Der Entenlocker. Wie funktioniert der denn? So, haben wir nach einer Ente gecallt. Mal gucken, ob eine zu uns kommt. Kann man, Frage ist, naja, Überraschung ist eher eine Überraschung. Können wir sie auch vom Boden aus oder muss sie fliegen und müssen wir dann feuerfrei und so? Ja, gucken wir mal, ne? Position hier ist ja eigentlich nicht schlecht, ist ja eine leichte Anhöhe. Zwischen 100 und 120 Meter ist die Ente weg. Kann natürlich auch sein, dass dann so eine, wie heißt sie noch, Schneegans kommt. Wir gucken einfach mal. Männlich. Wildente. Irgendwo in den Büschen. Die jetzt geantwortet? Das sind einige Enten da vorne. Entfernung zwischen 80 und 100 Meter. Mal schauen, ob es beim ersten Mal klappt. Ich hab's ja nicht so mit Geflügel, ne? Hatte ich auch schon bei der Hunter Classic nicht. Ja. Mach keine Randale, ich bin gar nicht da. Habe ich den Wind hinter mir? Natürlich habe ich den Wind hinter mir. Wie sieht es denn bei den Edden aus? Sieht es genauso schlimm aus wie bei dem Rehen? Beim Wild? Lass uns überraschen. Können wir ja nochmal callen, ne?
Oh, die so schnell bewegen, ey. Meter, okay. Nein. Ganz viele Enten. Ach, das war schon mal nix. Tja. So mit Randpirschen, das hat nicht so hingehauen. Eventuell, weil ich den Wind hinter mir hatte und die Enten da vorne waren. Wildente ruhen oft. Und öfter hier. Tiere, Wildente. Ist freigeschaltet. Naja. Schade. Sind sie alle weggeflogen? Nicht so gut. Laufen und füllen. Neuer Vorteil freigeschaltet. Laufen und füllen. Füllen? Fühlen, laufen und fühlen? Füllen oder fühlen? Groß Schnee, ganz ruhen oft. Okay. Toll, ich will aber zu den Enten. Ja, das war ja wohl nix. Okay, da oben. Ich bin hier, aber... Jetzt zeigt er das da an. Okay, hier oben können wir dann auch noch mal gucken. Na toll, die Schneegänse brauche ich ja jetzt nicht. Und die Enden sind in diese Richtung. Ja, den hole ich euch gleich zurück, sobald ich wieder Enden sozusagen in der Nähe habe bei mir. Bis dann. So, neuer Versuch. Ich habe die Enden ein bisschen angelockt. Gucken, ob ich jetzt eine bekomme. Ach du heilige Kanone. Das haut ja sowas von rein. Oh, im Liegen schießen nach oben. Das war jetzt war zu schnell jetzt. Aber zumindest... Was ist das? Zumindest eine schon mal. Es hat eine Weile gedauert. Es wird auch langsam, ne? Ich muss auch bald schlafen gehen. Eieiei, die arme Ente. Die arme Ente. Hier beanspruchen. Volle Breitseite. Was hat sie denn überhaupt? Schussentfernung. Aha, okay. Da und da und da. Kaliber so und so. Mhm. Übersicht. 1,14 Kilo. Das ist schon mal gut. Wir müssen ja über 0,8 sein. Also über 800 Gramm. Männlich erwachsen. Trophäenwert 1 Stern. Okay. Gesamtverkaufspreis. Die verkaufen wir. Inspizieren. Hier. Das Stockente. Schön. Wundervoll. Zurück. Ja, verkaufen. Das war die erste Ente. Füllen nur noch zwei. Leute, ich mach weiter. Ich muss die Enten wieder suchen.
Die sind natürlich jetzt alle weg. Ich hole euch dann wieder dazu, sobald wir durch sind. Bis dann. So, es geht weiter mit den Enten. Wäre schon schön, wenn ich jetzt beide auf einmal bekommen könnte. Die ich noch brauche. Aber das wird schwer. Oder ich treffe zwei auf einmal. Ach Mist, nachladen. Jetzt habe ich zu schnell geschossen. Das war nicht gut. Ich glaube, ich habe nur eine erwischt. Ich habe zu schnell hintereinander geschossen. Es hätte fast klappen können mit zwei. Die sieht auf jeden Fall gut aus. Ich sage ja, Geflügel ist nicht so meins. Ich hätte... Ja, ich hätte noch eine zweite kriegen können. Die ist auf jeden Fall größer wie die letzte. Wie die letzte, ja, wie die erste. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Ich muss mich nochmal ranpirschen. Übrigens habe ich, bin ich zurück zur Hütte und habe mich schlafen gelegt. Also wir haben es jetzt, also es war schon so kurz vor 19 Uhr, jetzt haben wir so 7:45 ist morgens. Ja, das wäre sonst zu dunkel geworden, um auf Entenjagd zu gehen. Ja, jetzt habe ich zweimal hintereinander, leider, also schon geschossen, aber... Ja, okay, es fehlt nur noch eine. Die kriegen wir auch noch, Leute. Ich hole euch gleich dazu, zum Abschluss. Bis gleich. Obwohl, da vorne sind da Enten. Wir können auch so gucken. Nee. Hat mich auch gewundert, wenn da Enten gewesen wären. Also, ich hole euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Erstmal muss ich die Enten wieder finden. So, zwar keine Enten, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe gerade dieses gefunden hier. Und ich habe vorhin schon einen Bären gehört. Gehört dies zu einem Bären? Wir schauen mal nach. Amerikanischer Schwarzbär. Wirkt frisch. Alles klar. Mhm. Ein frisches frisches Häufchen vom amerikanischen Schwarzbären. Da muss ich aufpassen, ne? Würde ich mal so sagen. Ja. Der Bär. Der treibt hier auch sein Unwesen. Okay, Thema Enten. Ich hole euch gleich zurück, sobald ich Enten gefunden habe. Bis gleich. So, da kommen Enten angeflogen. Ich habe gecallt. Sie landen, aber sie sind, glaube ich, noch zu weit weg. Viel zu weit weg. Upsala. Brauchen wir ja nur noch eine schöne, dicke... Na, so dick muss sie nicht sein.
Na, habt ihr den Bären gehört? Da hinten ist er. Schwarzbär männlich. Komm mir bloß nicht zu nah. So, machen wir mal Dauercallen, bis sie hier ein bisschen näher kommen. Noch zu weit weg. Kommen leider nicht. Ganz langsam und leise ranpirschen. Vögel aufgescheucht. Am besten ist immer, wenn die kommen, ne? Wenn sie selber kommen. Brauchst du nur, also liegst du einfach und wartest. Links ist ein schöner männlicher da. Ja, lieber mal hinlegen. Nicht hinstellen, hinlegen. Wir müssen ein bisschen näher ran. Das wäre jetzt sozusagen die Endspurt hier, was die Edden betrifft, wenn alles gut klappt. Ich glaube, das ist schon nah genug. Aber ich möchte noch ein paar Meter ran. Ich hoffe, ich will jetzt nicht zu viel. Nein, ich wollte zu viel. Oh Mist, es ist zu hoch, ist zu hoch. Wild ballern will ich nicht. Ach Leute, es ist gar nicht so leicht. Es ist gar nicht so leicht. Ach, ja, ja. Okay, es zieht sich noch ein bisschen. Ich hole euch gleich wieder dazu. Es dauert... Ist es zu hoch? Es ist nicht zu hoch. War weiblich, oder? Hier. Nein, männlich. Nee, ich sehe es schlecht. Weiblich. Zählst du auch? Ich hoffe ja, das wäre sonst ein bisschen... Oh, guckt euch das an. Ach so, das... Okay, ja, hindert. Okay. So, im Flug habe ich also auch mal eine Ente erledigt. Habe ich das überhaupt aus der Hunter-Klasse jemals geschafft? Ich weiß es gar nicht. Das war mir so klar. 06. Wir brauchen 08. Oh Mann, das auch noch.
Es ging jetzt auch gerade so schnell, da konnte ich mich auch gar nicht auf den männlichen konzentrieren, sonst hätten wir das gehabt. Aber man sieht es, im Fluge geht's auch, wenn sie nicht allzu hoch fliegen. Okay, ich hole euch gleich wieder zurück. Bis gleich. Das hört sich blöd an. Ich hole euch gleich wieder dazu, weil ich hole euch gleich wieder zurück. Dann hole ich euch lieber gleich dazu. Ich schalte euch gleich wieder dazu. Westkarnischer Elch. Denke selten. So, wir haben Elch freigeschaltet und da hinten ist ein Elch. Ich wollte euch ja eigentlich erst dazu holen, wenn ich die Enten gefunden habe, aber da ist ein Elch, jung. Männlich. Lassen wir natürlich leben, ganz klar. Fallchenente. Okay. Es gibt auch Fallchenenten. So, wir müssen natürlich auch denn hier mal schön alles untersuchen. Was haben wir denn hier noch? Okay. Das war der Elch gerade. Ross Schneegans. Haben wir auch noch eine Spur hier. Turm habe ich jetzt auch. Hochsitz, Ansitz freigeschaltet. Oder Anstand. Ich glaube, der Elch ist jetzt weg, ne? Weil ich auch gerade ein bisschen sehr schnell unterwegs bin. Nein, da hinten ist er noch. Oder zwei sogar. Ich glaube, hier sind gerade keine Enten mehr. So, war gar nicht geplant, deswegen hole ich euch gleich zurück, sobald es weitergeht mit den Entchen. So, ich hoffe, das war's mit dieser Mission. Ich kann keine Enten mehr sehen. Ich bin durch mit Enten. Eieieiei. Ich bin sowas von durch mit Enten. Sowas von. Übersicht. Nein, die ist zu klein. Das war eine Junge. Die Enten wollen mich ärgern. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann. Es nimmt einfach kein Ende. Es geht weiter. Habe ich ja gar nicht. Jetzt sind sie auf jeden Fall zu weit weg. Tja, Leute, tut mir leid. Ich muss jetzt noch mal abschalten. Ich hole euch gleich wieder dazu. Es nimmt kein Ende. So, Leute, wir sind durch. Jetzt ist aber echt vorbei mit Enten. Wir sind fertig. Wir haben die Mission erledigt. Ich bin fertig. Ich nehme die Spur da drüben noch mit. Maulti-Hirsch trinke selten. Maulti-Hirsch ist denn eher selten hier. Okay. Nee, ich bin durch mit Enten. Könnte ich jetzt? Mache ich aber nicht.
Ich hab ja vorhin schon die junge Stockente, da habe ich ja leider. Hab ich nicht drauf geachtet, ob das eine erwachsene Ente war oder eine junge Ente. Ich muss darauf achten, dass ich nur erwachsene Tiere denn auch erlege und keine Jungtiere. Na? Okay. Haben wir viel erlebt. Schwarzbären habe ich vorhin auch gesehen. Da wart ihr nicht mit dabei. Ich laufe zurück zum Auto. Ich fahre dann zurück zur Hütte. Und es fängt auch langsam an zu regnen. Da fliegen sie, die Schneegänse. Ja, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt gedauert hat. Ich habe ja so viel Cuts gesetzt jetzt. Aber wir haben das Thema Entenmission haben wir fertig. Hier sind auch noch ganz viele Enten. Lass sie fliegen, die Enten. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ich brauche jetzt erstmal ein Stück Kuchen. Und deswegen geht's ab zurück in die Hütte. Und ja, würde ich mal sagen. Und dann bin ich gespannt, was wir denn in der nächsten Folge machen werden. Danke fürs Einschalten. Bis dann.